Hallo meine Lieben, heute zu einem neuen Video. Ihr hört, ich bin immer noch krank, ich habe immer noch hier schon meine schöne Halskrause. Ja, aber ich bin schon auf dem Weg der Besserung. Ja, was machen wir heute? Wir werden jetzt die Skorpione füttern. Sind wieder dran, da freue ich mich immer besonders drauf. Auch wenn es, habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass Skorpione ja so langweilig sind oder so. Finde ich jetzt gar nicht. Also sind halt entspannte Pflegedinge, also brauchst nicht viel machen, ne? Also, ja. Schauen wir mal, ob die Kleinen heute fressen. Ich hatte ja jetzt die Kleinen etwas trockener gehalten, so wie sie es brauchen. Und ja, bei den Heteromitrus ist ja das Männchen gestorben, das hatte ich euch schon gesagt. Bei Laotikus hat sich auch noch niemand gehäutet, aber das schauen wir uns jetzt alles zusammen an. Und vielleicht überleben wir ja doch noch die ein oder andere Überraschung. Also, bis gleich. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. So, dann fangen wir mit meinen Schätzchen an, meinen absoluten Lieblingen, und zwar Berlinis Imperator. Hier, das ist jetzt das Weible. Und ja, schauen wir mal, wie es ihr so geht. Ob alles gut ist. Da ist sie, die Hübsche. Wie man sieht, ein Sonnenschein wie immer. Dann geben wir erstmal Wasser. Wir gucken, ob sie Durst hat. Regnet es jetzt mal hier in der Steppe. Ein bisschen. Gucken, ob wir das jetzt sehen. Ja, seht ihr? Auch wenn es Wüstentiere sind, die brauchen auch ihr Wasser. Wir bekommen ja wöchentlich Wasser, aber ich halte ja das Substrat größtenteils trocken. Ich mache ab und zu jetzt mal so ein bisschen mehr rein. Ja. Das mögen sie auch ganz gern. So, dann bekommt es jetzt auch Futter. Okay, sie will erstmal trinken. Deswegen gibt der Hündchen auch ruhig immer einen Wassernapf, ne? Also sie nehmen das auf jeden Fall auch an. Werdet ihr jetzt gleich auch sehen. Außer die Schabe bewegt sich jetzt so schnell, aber. Sie weiß ja, dass da hinten ihr Futternapf ist. Wassernapf. Moment. So, seht ihr das? Ja, sieht er gut. So. Also, jedes Tier einen Futternapf anbieten und auch regelmäßig auffüllen, ne? Denn sie nehmen das auch an, wie ihr seht. Ja, was wichtig ist bei den Flaschendeckeln, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich mache das halt auch so, dass ich mit dem Feuerzeug die Kanten abflamme, damit sie bei so Aktionen wie jetzt, weil die hängen sich ja immer so halb rein, dass sie sich da nicht verletzen. Ne? Also das ist mir auch ganz wichtig, damit die Kanten abgeflacht sind, und das gewährleiste ich halt damit. Und ich habe auch überlegt, weil ich das in der Gruppe mitgelesen hatte, ob ich für die Skorpione nicht doch wieder auf springende Insekten umswitche. Weil ich glaube, Schaben ist nicht so der Metier. Die brauchen eher diese Hüpfer. Da werde ich nochmal mit den Jungs Rücksprache halten. Ein bisschen schnacken. Weil das mir jetzt in letzter Zeit halt aufgefallen. Also bei den Großen ist es eigentlich recht egal. Aber hier bei den Kleinen bin ich mir nicht ganz so sicher. Und das ist auch immer ganz wichtig, ne? Egal, wie lange ihr schon irgendwas macht oder denkt, dass das richtig ist. Stell es auch immer selber in Frage, ne? Und quatsch schon mal mit anderen, wie die das machen, was sie für Erfahrungen haben. Und dann läuft das auch, ne? Also, das ist halt das Geile bei unserem Hobby, dieses untereinander helfen, miteinander sprechen. Ja. Finde ich zumindest super an dem Ganzen.
So, jetzt machen wir die Hülle schon mal wieder rein. So, Freunde, hier sind wir bei unserem Pandinus Imperator Männchen, der schon ein, zwei Häute weiter ist wie die Dame. Der hat auch auf jeden Fall Kohldampf. Das ist auch nicht so der Trinker. Aber wunderschön, oder? Dazu muss ich noch mal sagen, also mir geht es ja so wie euch, ne? Also öfters wie die 6 Wochen gehe ich denen da auch nicht auf den Keks. Beziehungsweise ich fütter sie ja wöchentlich bis alle 2 Wochen, wobei ich eher bei alle 2 bis 3 Wochen mittlerweile bin. Weil ich das halt immer davon abhängig mache, wie sie aussehen, ne? Aber wirklich so länger beobachten mache ich dann halt auch nicht. In der Regel, um sie nicht zu stören, ne? So, mal eben kurz geholfen. Was die Kleinen auch schon für eine Power haben in den Scheren, ne? Das ist der Wahnsinn. So, Freunde, weiter geht's mit den Halogenes Troglodytes. So, kommen wir da auch hier im Wasser. Das ist jetzt die Nummer 1. Schauen wir mal. Ah, oh. Da haben wir das Tier. Hier, gehe ich aber eben. Hau ich ein bisschen rein. Da. Also immer noch gut genährt. Schabe wurde auch teils gefressen. Wird jetzt auch 2 Wochen nicht gefüttert, meine ich. Weil ich ja zuletzt krank war und jetzt wieder krank bin, aber das ist das Thema, da rege ich mich hier wieder auf. Und ja, wir machen dann halt zusammen jetzt immer so einen kleinen Check-up, weil das gut ist, dann packe ich sie zurück. Dann kommt das Futtertier einfach so rein, ne? Denn ja, das wird auf jeden Fall passen. So, dann schauen wir mal. Ah, Nummer 2 sitzt hier. Da ist er. Oder ja. Zack, zack, ab. Ist auch bei ihr alles gut. Genau, genau, ich wieder. Genau, und dein Unterschlupf. Ich gebe dir jetzt noch mal eben Wasser und dann sind wir gleich wieder. So, jetzt sind wir dabei Nummer 3. Den Schamrest hier raus machen. Dann gucken wir mal, wo sich das hier befindet. Da nicht, da nicht. Ah, ihr seht's, ich nicht. Und zwar hier. Ich mal eben drehen, damit ich mir auch mal eben angucken kann. Ist alles supi. Ist halt auch gut genährt, ne? So. Ja, ich werde trotzdem mal bei Ihnen jetzt die Temperatur erhöhen. Ich hatte jetzt 28 plus Grad, aber werde mal jetzt nochmal die Birne austauschen später. Und da mal ein bisschen mehr Hitze reinbringen nochmal. Ich glaube, die brauchen echt nochmal diese 35, 40 Grad. Da muss ich mir nochmal eine Lampe extra besorgen, weil ich habe nur 40 Watt Heizdar. Also 40 Watt Heizlampe. Und die brauchen anscheinend ein bisschen mehr. Nochmal. Aber wenn wir das so nach und nach testen. Ne? Weil bei Ihnen als Wüstenbewohner könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er da halt kein
keine Haut übrig lassen, falls sie sich gehäutet hätten, aber ihr seht ja, könnt ihr euch nochmal das letzte Video angucken. Ist ja in der Playlist drin. Und ja, schauen wir mal. So, Nummer 4 im Bunde. Schauen wir auch mal eben, ob da alles tut ist. Ah, guck mal hier. Deswegen heißen sie Spaltenskorpione. Drücken sich halt richtig in die Spalte und ihr seht ja auch, gut genährt sind sie auf jeden Fall, ne? Wachsen halt anscheinend einfach halt ein bisschen langsamer. Ja. So, aber ist ja auch kein Problem, wir haben mehr Zeit, ne? Deswegen. Mir geht es ja einfach darum, dass die Arten im Hobby erhalten bleiben, ne? Und das ist halt, finde ich, sehr wichtig. Und da machen so Leute wie Martin, Markus und so, ja schon eine gute Arbeit. Da schließt man sich halt gerne an, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Das sage ich zumindest für meinen Teil. Macht da gerne mit. Vor allem sind es halt die größten Skorpione, ne? Ihr wisst ja, mit großen Tieren habe ich eh. Und last but not least, Tier Nummer 5. Gebe ich jetzt erstmal Wasser. Zack. 30% Luftfeuchtigkeit, ihr wisst, ne? Deswegen nicht überlaufen lassen. Das machen wir erst ab 60. Dann schauen wir mal, wo das Tierchen ist. Seht ihr es? Ne, ich auch nicht. Ah, hier haben wir. Wunderhübsch. Nichts passiert. Nichts passiert. So. Gucken wir mal eben. Aber das ist das Coole an den Dingern, die ich hier gebastelt habe. Ich war mir zuerst nicht sicher, ob das so richtig ist und so, aber die suchen sich damit auf jeden Fall das passende Ding, ne? Und man darf auch nicht vergessen, die haben sich das ja selbst so gebuddelt, ne? Also hier, das haben die selbst so rausgescharrt und alles, das ist richtig cool. Ich mag das immer, wenn die Tiere so ihre Umgebung selbst gestalten, ne? Das ist halt echt nice. Aber was mich wundert, ich habe extra Lehmgemisch hier reingemacht, aber es ist alles irgendwie trotzdem nicht lehmig, ne? Also, ich hätte das auch extra nass gemacht, durchdrücken lassen, aber irgendwie ist das nicht fest geworden. Das war wohl eine Mogelpackung. Na gut, halogenes Troglodyt haben wir abgehakt. Jetzt kommt zuerst Heterometus laoticus. Dann bringe ich die Kleinen rüber. Zurück in den Turm. Und dann schauen wir mal den beiden Selenos-Weibern rein, was bei denen so Phase ist. So, Heteromitus laoticus, eins der beiden Mädels. Schauen wir mal, sieht auf jeden Fall gut aus. Ist nicht mehr zu fett. Nur ist schon proper genährt, aber wir schauen mal, gibt es dann halt nur ein Dubia-Männchen. Ich möchte. Oder ob es euch immer noch weigert. Nicht immer irgendwas dann noch hier. Na gut. Scheinbar hat sie immer noch keinen Appetit. Aber die Häutung sollte man demnächst kommen. Das immer noch genau wieder rein. Perfekt. Und ja. So, ich habe gerade nochmal geguckt. Also es war der Heteromitus lauticus Kerl. Entschuldigung, sorry, Leute. So, dann schauen wir mal, wie die Damen drauf sind. Na, Puppi. Da ist auch noch voll schön fett. Da werden wir auch jetzt erstmal nur Wasser geben, die sind momentan halt auf Diät. Beziehungsweise kommt, wir gucken mal, ob sie möchte. Und dann geben wir sonst nur Wasser. Ich hatte schon mal Hunger. Das kannst du für sich selbst auch machen.
Schade für morgen. Wenn sie dann gefressen hat, hat sie gefressen. Wenn nicht, kommt das vielleicht ihr raus. Easy, easy, lemon squeezy. Bei einem Skorpion kann ich das einfach noch nicht so richtig einschätzen. Weil man sieht ja, die ist dick, aber die muss ich eigentlich noch häuten. Das mache ich eigentlich nur, wenn sie dann genügend Futter aufgenommen haben. Und ja. So. Der zweite und letzte Vibe. Schauen wir mal, also die ist auch auf jeden Fall fett genug. Alles in Ordnung? Ja, ne? Ja. So, geben sie ihr jetzt auch nur Wasser. Die ist auf jeden Fall noch dick genug. Habt ihr ja gerade gesehen. Und da macht jetzt auch kein Futter rein. Da wird es jetzt noch einmal sprühen und dann sehen wir uns gleich am Skorpionturm wieder, meine Lieben. Bis gleich. So, Freunde, hier sind wir zurück bei unserer Hadrurus arizonensis Dame. Ich habe jetzt bewusst schon mal vorab aufgenommen, weil ich wusste, ob sie wegläuft, aber seitdem sie da ihre hohen Temperaturen hat, ist es einfach ein total entspanntes Tier, ne? Also, die juckt halt ja auch nicht. Oh. Die hat auf jeden Fall Hunger. Da kann man jetzt auch das Gift noch mal Stich, meine ich. No fucking excuses. Das ist die Frage, ob es halt zusteht, um zu töten. Weil das letzte Futtertier hat es auch nur einfach das gemacht. Oder ob es jetzt fressen möchte. Weil das ist irgendwie komisch mit ihr. Ich dachte zwischenzeitlich auch nicht mehr, dass es trächtig ist, aber ihr seht das ja an den Seiten, ne? Also diese weißen Punkte. Es wird halt immer heftiger in letzter Zeit. Jetzt angefangen, da wo sie jetzt drin sitzt, quasi so eine Senke zu buddeln. Und wie ihr links im Bild seht, also und hier, also auch das, was vor ihrer Höhle war, was rausgebuddelt hatte, dann weggeschoben. Ich habe keine Ahnung, was dieses hier vorhat. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Was um ihren Futternapf drumherum. So. Und natürlich auch in den Futternapf, Wassernapf. Ne? Keine Frage. Ich finde es recht interessant, dass sie jetzt wirklich in letzter Zeit dann halt nur unter einem Sonnenspot liegt. Nochmal ordentlich Temperatur zieht. Ich gehe jetzt mal näher rein. Immer auf vierfach. Wunderschön, oder? Das Gift wohl seine Wirkung entfaltet. Was macht sie jetzt? Das ist ja das, was ich meinte. Ich werde irgendwie nicht schlau aus dem Tier. Aber es ist halt so interessant, das zu beobachten, was sie da manchmal macht. Und ne, also
Für mich persönlich sind Skorpione absolut nicht langweilig. Gerade so Verhaltensweisen, wo man dann rein interpretieren kann. Und mit lernen muss quasi, ne? Also dieser quasi jetzt die Schere, habt ihr gesehen, in den Sand gesteckt, um sie sauber zu machen, oder? Würde ich jetzt sagen. Dass er da mit dem Bein nochmal nachgewischt hat quasi. Das war richtig interessant. Ob sie den jetzt auch frisst, aber ich denke mal schon. Einfach wunderschönes Tier. Die Vorbereitung für die beiden Mädels. Also ihre Nachbarin. Sie lassen wir jetzt mal in Ruhe fressen, oder? So, jetzt sind wir bei den Nachbarn drüben. Schau mal, wer hier so Hunger hat. Oh, okay, ist jetzt direkt bei ihr reingelaufen. Schade, schade, Marmelade. Oh, eben hier mal den Wassernapf frei. Muss jetzt auch mal gucken, wie die Mädels da weiter sich verhalten, weil die hier links in der Höhle sitzt, ist eine kleine Zicke. Beziehungsweise ist das wohl normal, wenn sie verpaart sind. Habe ich mit Markus auch nochmal gequatscht. Moment, ich schon eben. So, fertig mit Stehen. Gucken wir mal, was die andere hier sagt. Ob sie da rauskommt. Die ist ja schon ein bisschen weiter in der Schwangerschaft, sag ich mal. Deswegen. Ist das Becken. Pflanze ist gut gewachsen. Das Efeutute. Sonst hat sich ja nicht viel getan. Die Mädels kommen kaum nach Haus. Sind ja beide jetzt tragend. Und ja, deswegen gucken wir noch mal eben zu der Dicken rüber. Ja, sie ist ja immer noch mit der Schabe am Kämpfen. Aber das ist, glaube ich, schon angefangen zu fressen, sehe ich von hier aus gerade nicht. Ja. Also alles ganz entspannt und relaxed. Ne? Da müssen wir mal abwarten, wann denn da Jungtiere kommen. Kann ja bis zum Jahr dauern hier bei den Heteromitrus. Und bei der Aficionensis sollte es eigentlich demnächst soweit sein. Und ich werde mein Bestes geben, dass ich da die Jungtiere halt auch durchkriege irgendwie. Ne? Aber die Chancen stehen nicht so hoch. Dennoch gebe ich nicht auf. Und hier jetzt sind wir auch fertig mit dem Skorpion. Bei mir habe ich aktuell noch nicht. Ja. Aber die frisst auf jeden Fall, ne? Echt interessant. Auch scheinbar hatte die doch nicht zugestochen, so wie die Schabe sich noch wehrt. Das ist auch mal richtig interessant, ne?
Es kann auf jeden Fall auch nicht sein, dass sie die nicht schafft zu fressen, ne? Weil das hat sie ja bisher auch mal geschafft. Also, ich habe ja dann gesehen, wie sie die aufgefressen hat. Ne? Ja. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen hier. Und ich würde sagen, wir kommen mal zum Abschluss, oder? Ja, Freunde, das war die Fütterung der Skorpione. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, in Zukunft kommen wir bestimmt noch der ein oder andere mehr dazu, aber aktuell haben wir halt nur die paar. Und ist ja auch eine schöne Kollektion, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo, Like, Kommentar da. Das Übliche, ihr kennt es ja. Wollte ich nur noch mal daran erinnern. Also, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, ihr werdet es nicht bereuen. Es gibt immer abwechslungsreiche Sachen hier auf dem Kanal. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.